Liebe Schwestern und Brüder, in all den Osterberichten, die wir in diesen Tagen besonders aufmerksam hören, spielen immer als erstes die Frauen eine große Rolle. Die Väter haben natürlich über diesen Umstand nachgedacht, warum es gerade sie sind. Sie kommen dann zu solchen Aussagen wie, sie verdienen es wirklich zuerst, diese Botschaft zu hören. An diesen Frauen zeigt sich, so sagt es Chrysologus, an diesen Frauen zeigt sich deutlich das vollkommene Bild der Kirche. Jesus muss seine wankelmütigen Jünger zurechtweisen, die geflohen sind. Aber die Frauen, die treuen Frauen, dürfen die Osterbotschaft vom Engel zuerst hören und dann dem Auferstandenen sogar selber begegnen. Und ein weiteres bedenken die Väter in einer sehr schönen Weise. Warum umfassen die Frauen die Füße Jesu? Sie sind das Bild der Kirche, diese Frauen, die treu zu ihrem Herrn steht, die unter dem Kreuz geboren wird. Sie umfassen seine Füße, die Füße des Auferstandenen, um deutlich zu machen, diese Füße gehen den großen Weg zum Vater voran. Diese Füße der Vollkommenheit zeigen den vollkommenen Weg, den wir zu gehen haben. Diese Füße legen die Spur, die österliche Spur, ins ewige Leben. Wir können gar nicht aufmerksam genug sein, was diese Frauen hören, was sie verkünden dürfen, was sie erfahren haben. Denn wenn wir es ihnen gleich tun, die Treue, die Demut der Anbetung und auch die Bewegung, die sie vollziehen, dann werden auch uns österliche Erfahrungen in der Kirche zuteil.